Moin zusammen. Auch in der zweiten Folge nach der Sommerpause melden wir uns noch einmal aus dem Trainingslager in Herzlake, wo unsere Mannschaft ja in den letzten Tagen den Grundstein für die neue Saison gelegt hat und wirklich fleißig gearbeitet und trainiert hat. Wenn ihr dieses Video seht, dann sind die Jungs schon wieder in Hamburg, aber wir schauen jetzt noch einmal auf die Bilder von den letzten Tagen hier im Trainingslager. Ja, jetzt frisch vom Trainingsplatz ist neben mir Christian Fied. Christian, sag mal, wie waren jetzt die Eindrücke nochmal von der letzten Trainingseinheit hier in Herzlake? Ja, also die Eindrücke waren gut, die Abläufe sind immer besser. Hat Spaß gemacht mal wieder. Ja, Spaß gemacht hat es ja auch am Sonntag. Wo ging es denn da für euch hin? Wir waren Kartfahren und die mittlere Gruppe hatte schön Regen abbekommen. Da schauen wir jetzt mal zusammen drauf. Gestern Kart fahren, du bist mal wieder vorne weggefahren, am Ende wurde es der erste Platz. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, war ganz gut. Ich habe mir jetzt im Finale eigentlich gar nicht so viel Chancen gegeben auf den Sieg, aber ja, nach dem Qualifying, da haben sie alle komisch geguckt, weil es mir, glaube ich, keiner so richtig zugetraut hatte, weil ich ja gerade so eben über Umwege mich qualifiziert hatte und ja, dann im Qualifying auf 1 und dann Start-Ziel-Sieg, ne? So, wie muss das? Was waren denn so deine härtesten Gegner gestern? Auf jeden Fall Buchti, den hatte ich immer im Rückspiegel. Der hat auch nicht locker gelassen, der war bis zum Ende. Ich glaube, wir sind permanent gleich schnell gefahren und ja, hätte ich einen Fehler gemacht, dann wäre er bestimmt da gewesen. Hast du denn schon Erfahrung so im Kartfahren oder warst du einfach aus der Hüfte und dann ganz locker, wie so ein Lukas Zander das dann macht? Nee, ich habe schon Erfahrung. Also ich habe es in meiner Jugend und ja, auch immer mal wieder gemacht. Ich denke, ich war bestimmt schon 10, 15 Mal auf so einer Kartbahn und hat sich alles ausgezahlt. Ist es dann nach so einem langen und harten Trainingslager auch schön, nochmal so einen Tag zu haben, wo man vielleicht auch mal nicht auf dem Fußballplatz steht? Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat wirklich allen Spaß gemacht. Man hat es gesehen, man hatte viel zu lachen, weil irgendwie so viele lustige Leute auf der Bahn unterwegs waren, ob es jetzt ein Dominik Körner war, der seine ganz eigene Strecke gefahren ist, oder
ein Afis Aremu, der gefühlt einen Kreisel drin hatte im Wagen. Das war schon sehr lustig und ich glaube, es hat deswegen auch allen Spaß gemacht. Wunderbar, danke dir. Ja, Glückwunsch an dieser Stelle noch einmal an Luca zum verdienten Sieg beim Kartfahren. Noch nicht mit ins Kart gestiegen, aber schon an der Kollau war unser Neuzugang Jackson Irvine. Die ersten Eindrücke von unserem neuen Mittelfeldspieler gibt's jetzt. Hi, I'm Jackson Irvine, I'm 28-year-old midfielder. I'm an Australian international and I'm absolutely delighted to be a St. Pauli player. I was very fortunate to have come to the stadium in my academy days with Celtic and been on the bench and experienced the atmosphere firsthand, and I know all about the, you know, political and social values that the club you know, holds dear, and that aligns perfectly with who I am as a person and how I see football. And yeah, I feel like it's a perfect match. Oh, I hope to show you know, that I'm a diverse player. I can play in a number of positions in midfield, and my other big passion away from football is definitely music. It plays a big part of my life. I'm definitely no expert with a guitar, but it comes with me everywhere I go, and you know, I love listening to vinyl and going to gigs. Ja, auch wenn wir natürlich noch in der Sommervorbereitung sind, ist in den letzten Tagen auch wieder einiges los gewesen. Die spannendsten Themen gibt's jetzt im Wochenüberblick. Am vergangenen Sonntag wurde die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Das Los für die Boys in Brown fiel auf den Drittligisten 1. FC Magdeburg, unter anderem mit Ex-Kiezkicker Maxi Franzke. Die DFL terminierte am Mittwoch zudem die Spieltage 3 bis 8 zeitgenau, darunter auch das Stadtderby, was nun für Freitag, den 13. August, angesetzt ist. Vor dem Start in die neue Saison steht allerdings noch die Saisoneröffnung mit einem Testspiel gegen Hertha BSC am 17. Juli auf dem Programm. Anstoß ist um 16 Uhr, Sport 1 überträgt die Partie live und es wird bei uns eine ausführliche Vor- und Nachspielsendung mit Mike Nöcker und Ewald Lien geben. In der letzten Folge berichteten wir euch ja bereits über unseren Herz-Lake-Blog reingeluschert. Auch im zweiten Teil des Trainingslagers gab es dort wieder einiges zu erzählen. Unter anderem von Neuzugang Jakov Medic und Spielanalyst Ole Marschall. Alle Berichte findet ihr auf unserer Homepage. Ganz starke Leistung hieß es am Wochenende wieder bei unserem E-Footballer Musti. Musti konnte sich am Samstagabend für die FIFA-Weltmeisterschaft in London qualifizieren. Dort spielen vom 6. bis zum 8. August die 32 besten Spieler um den Titel. Wir drücken die Daumen. Damit verabschieden wir uns jetzt fürs Erste wieder aus Herzlake. In der nächsten Folge melden wir uns dann wahrscheinlich wieder von der Kollaustraße. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Forza St. Pauli.